Hallo, willkommen bei mir zu Hause. Kommt rein. Ja, schön, dass ihr bei mir vorbeischaut. Ja, ich dachte, ich zeige einfach so ein bisschen, wie ich das Haus jetzt in der Weihnachtszeit schmücke. Ein bisschen schwedisch inspiriert natürlich und Landhausstil. Und ja, zum Beispiel habe ich hier diese Girlande hier im Eingangsbereich. Das ist Standard. Jedes Jahr kommst du hin an der Treppe. Ist es natürlich nicht echt, ne? Aber Hauptsache grün und dann die Schleifen hier. Eigentlich schmücke ich meistens mit Rot, aber da zu der Zeit, dass ich diese Girlande so organisiert habe, habe ich irgendwie nichts Rotes gefunden und habe dann Braun genommen. Ich denke, das ist auch ganz nett, ne? Und ja, wir gehen weiter, würde ich sagen. Ich dachte, wir gehen erstmal hier ins Esszimmer rein. Also hier schmücke ich nicht wirklich viel, aber so ein paar Sachen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr diese Kränze gebunden. Was heißt gebunden? Das sind einfach hier ja auch unecht. Buchsbaum soll es darstellen. Und ja, fand ich ganz, ja, ganz nett halt, ne? Und hier im Fenster habe ich einfach zwei Wichteln. Die habe ich von meiner Oma mal oder nicht bekommen, sondern übernommen, als sie ja quasi nicht mehr da war, ne? Habe ich die Wichtern bekommen. Und hier steht natürlich ein Dollarpferd, ne? Muss sein, aber das ist ja nicht weihnachtlich, sondern das ist ja Standard halt, ne? Und in einigen Fenstern habe ich so eine Lichtertreppe. Das sieht wirklich total schön aus im Dunkeln, muss ich sagen. Und im zweiten Fenster hier im Esszimmer steht so eine Treppe dann halt. Und hier, Fun Fact, in dieser Ecke, es hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber da kriegen wir irgendwann mal Glasfaser rein. Mal schauen, wann das kommt. Jetzt gehen wir in den Wintergarten rein und es ist grelles Licht hier, ne? Und mein Bronzer ist völlig fleckig heute. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Und zwar, ja, was kann ich hier zeigen? Hier ist übrigens, sieht man das? Das ist die Carolina. Carolina, das ist meine Urgroßmutter, die passt immer auf hier. In den Fenstern hängen hier Sterne, die ich selber gebastelt habe. Das sieht, also hier ist die Sonne viel zu grell, ich zeige hier mal. Das sieht aufwendiger ist, als es ist. Also ich finde, die sind wunderschön, aber es ist so einfach zu falten und drehen, also schneiden, falten oder falten, ja, drehen halt, ne, und zusammenkleben. Wunderschön, finde ich. Und in der Mitte des Raumes haben wir einen Tisch und hier stehen die Adventskerzen. Das ist so die schwedische Art. Wir machen das mit normalen langen und ja, einfach hier schön schmücken. Ja, schön ist das anders vielleicht nicht, aber einfach nur Zapfen dahin geworfen quasi, ne? Ganz spontan. Ich muss mal gucken, wir haben sie noch nicht angezündet. Ich schätze mal, Heiligabend machen wir das. Normalerweise wie in Deutschland, jeden Adventssonntag so eine Kerze, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, sondern wie gesagt, Heiligabend schätze ich mal. Ja, wir sind im Wohnzimmer jetzt und übrigens, dieses Video ist in Zusammenarbeit mit 23 weiteren YouTube-Kanälen. Unbedingt bei denen vorbeischauen, die sind alle unten in der Infobox und zwar lädt einer von uns, also jeden Tag gibt es ein Video von einer von uns und ich bin am 22. dran, habt ihr ja an der Tür gesehen, falls ihr aufmerksam wart. Und ganz tolle Videos, es gibt Schminkvideos, es gibt Verlosungen und von daher, ne, bei jedem Klicken, damit ihr nichts verpasst, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, ja, hier sind wir im Wohnzimmer und ihr seht den Weihnachtsbaum im Hintergrund. Das ist kein echter Weihnachtsbaum. Der sieht auch nicht wirklich echt aus, muss ich zugeben. Aber ich hatte es ein Jahr so satt, na, jedes Jahr so den blöden Baum zu holen. Und dann nadelt ihr und ihr wisst alles. Also, ne, ich bin super zufrieden damit. Also, der wird schnell aufgebaut und gut ist. Und ich habe auch keine Glaskugeln, sondern Hauptsache rot. Also, rot ist mein Thema auf jeden Fall. Es glitzert schön, was will man mehr, ne? Und hier gehen wir weiter zu meinen Kissen hier, die ich dieses Jahr tatsächlich gekauft habe. Ursprünglich hatte ich nur das hier. Weiß ich gar nicht, woher das stammt. Habe ich irgendwie von meiner Oma oder so. Und dann einfach so was Traditionelles. Zwar nicht rot, ne? Aber na, damit es ein bisschen aufgemischt wird, ne? Da ist auch so was Blau-Grünes und sonst hier zwei rote. Ja, finde ich ganz, ganz nett. Ja, und die Isländer, die glauben ja an Elfen und die Schweden teilweise tatsächlich an Wichteln. Ja, also es gibt Leute, die behaupten, die haben Wichteln gesehen. Das ist ja halt so ein Hofhelfer. Ne, er hilft mit den Tieren mit und so, ne? Aber man sieht ihn kaum oder nie.
Eigentlich nie, ne? Ich habe nie einen gesehen, ne? Aber einige Behauptnisse haben einen gesehen. Ich habe den Bock, den Weihnachtsbock geholt. Und den stelle ich tatsächlich, habe ich vergessen. Die steht hier meistens am Baum, am Fenster hier so. Und genau, da passt ihr auf. Diesen Kranz hier habe ich dieses Jahr gebunden, tatsächlich habe ich auf Instagram gezeigt. Und alles unecht, ja, eine Schande. Aber ich habe wirklich die Nase voll, ständig mit frischem Grün zu binden. Und dann muss man jedes Jahr immer neu machen. Nee, also dieses Jahr dachte ich, mache ich was, was ich wirklich so für ein paar Jahre haben kann. Ne? Und hier sind die Kerzen auch. Und ja, ich bin eigentlich total zufrieden damit. Diese Decke habe ich dieses Jahr neu gekauft. Ich bin top zufrieden damit. Total wärmend, so für abends, wenn man Fernsehen guckt und so. Aber guckt mal hier. Wer war das? Es gibt eigentlich nur eine, die verdächtig ist. Guck nicht so unschuldig. Eine Sache möchte ich noch zeigen, und zwar hinter mir habe ich so eine Art Wandteppich, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist einfach so, ja, Stoff, so länglich, was man so an der Wand aufhängt mit weihnachtlichen Motiven, und das ist wirklich sehr traditionell. Ich glaube, es ist gar nicht im Fokus. Ich blende das etwas deutlicher ein. Auf jeden Fall mit verschiedenen Weihnachtssymbole quasi. Und das geben wir einfach weiter in unsere Familie. Ich habe das von meiner Großmutter bekommen, und zwar nur die Frauen in unserer Familie bekommen sowas. Die Schwiegertöchter auch tatsächlich. Na, von daher kriegt das ja jeder, auch die Söhne, ne? Quasi indirekt. Aber das ist so eine Frauensache. Ich finde, ja, da bin ich echt stolz drauf. Ich finde, es ist, ja, also das hier und der Weihnachtsbaum, das ist irgendwie so ein Muss, ne? Und die Wichteln. Ja, dann habt ihr ein bisschen Weihnachtsschmuck bei mir gesehen, und jetzt geht es weiter mit den Tieren. Und ja, ich habe sie gerade gefüttert hier, die Pferde und Schafe. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil da geht es ums blanke Überleben. Ja, die streiten sich immer, ne? Futterneid. Und ja, da, wenn man da dazwischen kommt bei den Pferden, das ist echt gefährlich. Aber ja, jetzt sind sie zufrieden. Jetzt wollte ich einkaufen. Erstmal die Stiefen auswechseln. Ein bisschen besser als Gummistiefen. Das ist der heutige Einkauf. Heute ist Montag. Ich schätze mal, so bis Freitag reicht das in etwa. Es gibt Nudeln ganz schnell, und dann habe ich tatsächlich Chatbullet quasi gemacht, obwohl es sind flach geworden, ein bisschen misslungen. Und Ketchup, Frischkäse, ich habe ein paar Oliven gefunden im Kühlschrank und eine Möhre. So, ich habe gegessen, ich bin satt und zufrieden. Ich habe auch eine Runde mit dem Hund gemacht, viel zu kurz irgendwie in der letzten Zeit, und ja, keine Zeit, ich weiß auch nicht. Aber ja, weil ich wollte hier ja erstmal Kaffee trinken, und dann habe ich hier jede Menge Schokolade, weil ja, typisch schwedisch ist eventuell, vielleicht manchmal ist es in Deutschland auch, ich weiß es nicht, aber wir machen eigene Süßigkeiten ganz gerne. Und ich habe jede Menge Schokolade hier. Damit wollte ich so eine Art Kunstwerk machen. Lasst euch überraschen. Ich habe also hier ein Backblech mit Backpapier drauf, und da tue ich einfach die Schokolade drauflegen, und zwar, das ist so in verschiedenen Mustern. Das ist halt dunkle Milchschokolade, also zartbittere Milchschokolade und weiße Schokolade. Und wie gesagt, dann mache ich einfach so ein, ja, Streifenmuster, dachte ich. Das hier ist nicht unbedingt üblich oder Tradition, ne? Da haben wir andere Süßigkeiten für Weihnachten, aber ich dachte einfach so mal was Neues. Wir haben jetzt 4 Uhr,
und es ist also gleich dunkel, ne? Wahnsinn, das ist ja so, ne? Jetzt in der Weihnachtszeit und nebelig ist das heute, glaube ich, sieht man so ein bisschen hinter mir im Fenster. So, das ist mein Kunstwerk erstmal. Das kommt jetzt in den Ofen, Backofen rein, auf einer ganz schwachen Hitze natürlich, oder keine Hitze, sondern also 50 Grad maximal, ich glaube knapp unter 50 habe ich eingestellt. Das ist jetzt im Ofen auf jeden Fall und ja, apropos Schuttbullar, das ist ja so ein bisschen, wir sind ja bekannt dafür, würde ich sagen, ne? Oder Köttbullar sagt man vielleicht eher auf Deutsch, aber wir sagen Schuttbullar. Und das ist, man denkt vielleicht, dass es ein Klischee ist, dass wir immer Schuttbullar essen, aber es ist wirklich wahr. Ne? Und sogar Weihnachten, ja, das gehört, also unter anderem, ne? wir haben ja ganz viele Gerichte. Das ist ja so ein Buffet letztendlich meistens, ne? Und dann nimmt man ja das, was man so mag, aber Schottbüller gehört dazu. Ich mische alles so nach Gefühl, deswegen wird das manchmal misslungen halt, ne? Aber es gibt natürlich auch Rezepte, ne? Ich kann eins unten verlinken oder ja, entweder verlinken oder hinschreiben, so, ne? Zutaten und so, was ihr Interesse habt. Dann könnt ihr schwedische, echte schwedische Schottbüller machen. Es war jetzt circa 10 Minuten im Ofen und jetzt habe ich ein Messer hier und mit der Rückseite mache ich ein Muster. Ja, das ist noch nicht ganz geschmolzen. Ne? Ich habe das jetzt dreimal versucht, jetzt ist mir egal. Das muss jetzt so sein. So. Cool, oder? Hier kann man nämlich ein bisschen Weiß reintun. Dann habe ich die Schokokränze hier, die sind ja total bunt, dachte ich, die kommen da rein. Und dann habe ich auch Spekulatius. Und ein paar Schokokränze auch, ich denke, ich mache die auch klein. Lotte und ich finden das sehr schön. Das ist schön geworden, auf jeden Fall. Also ich habe die Kekse so ein bisschen, oder Spekulatius ein bisschen runtergedrückt oder ja auch die Schokokränze, damit sie auch da bleiben. Und jetzt kommt das in den Kühlschrank. Mein süßer Kaffee heute. Und zwar habe ich ja gestern Abend diesen Papierstern gebastelt. Ich finde, das Ergebnis lässt sich sehen, oder? Ich finde genial. Also wenn man einmal versteht, wie es geht, dann ist es super einfach. Und ich finde, es sieht toll aus, aber so klein geworden, so mickrig. Ich hatte ja vorher in jedes Fenster was hinzuhängen, aber das ist mir echt zu klein für die Fenster. Ich wollte die doppelte Größe.
Denke, und dann wird das, denke ich, total gut. Ich weiß aber nicht, ob die Farbe passt. Aber das ist so ein Papier, was ich da habe. Ich verlinke übrigens das Video, was ich selber gesehen habe, mit deiner Anleitung, weil das ist so einfach, was ihr Interesse habt. Und zwar dachte ich, mache ich auch ganz kurz ein Unboxing von diesem Paket hier. Das ist von Femna Health. Die machen viel Werbung auf Instagram, habe ich gesehen. So habe ich sie entdeckt nämlich. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Und ich dachte, das wäre total interessant. Das ist also, ja, man kann einen Hormontest machen, unter anderem, also bei ihnen. Die haben sich darauf spezialisiert. Und so sieht das halt aus. Also ich habe hier ja, Wechseljahre nennt sich das. Das ist also ein Hormontest dafür. Da wird praktisch getestet Östrogen. Es gibt ja verschiedene Arten von Östrogen. Progesteron, Testosteron, DHEA. Weiß ich nicht so genau, was es ist, ehrlich gesagt. Ich bin da kein Experte. Und Cortisol. Also das ist ja der Stress. Hormon. Und das wird getestet. Das ist ein Speicheltest, also wohl total einfach. Ich habe es noch nicht gemacht, ne? Deswegen, ich bin echt gespannt. Hier ist so ein Formular, was man dann ausfüllt. Dann hat man so einen Code, Scan-Code. Und hier ist dann wohl. Hoppala. Nee, ach so. Das ist wohl die Tüte, womit man das dann wegschickt. Und hier kommt dann irgendwie diese Probe rein. Ne? Ich bin gespannt. Die haben dann auch, also die haben sich für Frauen, also von Frauen für Frauen spezialisiert, finde ich genial. Auch wenn man PMS-Störungen hat oder Akne-Probleme, das hängt ja einfach mit den Hormonen zusammen. Ne? Das ist dann ein anderer Test quasi. Ne? Das hier ist gezielt für Wechseljahre. Ich dachte, ich mache ein für alle Mal einfach so einen Test. Man kann es sicherlich beim Arzt auch machen, aber soweit ich verstanden habe, lohnt sich das nicht für die. Die kriegen da gar nicht so viel Geld für von der Krankenkasse und deswegen machen sie das auch nicht so. Oder man muss sie wirklich gezielt darauf ansprechen wahrscheinlich. Ne? Und hier kann man das ganz bequem zu Hause machen. Warum nicht? Ne? Also ich bin gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich dachte, das ist total interessant auf jeden Fall. Ne? Ja, heute ist der 21., der kürzeste Tag des Jahres. Es kann nur noch besser werden. Also das hier ist mein Lichtersatz im Winter. Ne? Wahnsinn, Kaffee, ne? Ohne Ende. Ja, ich schneide jetzt dieses Video, dachte ich, weil morgen soll das Video online gehen. Ich hoffe, alles klappt und ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachtstage. Eventuell kommt ein Video am 23., das weiß ich noch nicht. Aber wenn nicht, dann wünsche ich euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit und schaut jetzt unbedingt bei den anderen YouTubern vorbei. Das sind ganz nette Videos bis jetzt gewesen und es kommen ja noch zwei, ne? Also steht alles unten in der Infobox. Und vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Vielen Dank an Steffi, die alles organisiert hat. Das war echt eine super Sache, finde ich. Und ja, wir sehen uns bald wieder, hoffentlich. Und macht's gut, bis dann. Tschüss.